Herzlich willkommen beim Bauhaus Online Video Workshop Austausch eines Schließzylinders und Anbringen eines Schutzbeschlages. Die Sicherheit Ihrer Haustür steht heute auf dem Prüfstand. Wissen Sie, wie viele Schlüssel von Ihrer Wohnung im Umlauf sind? Viele Türen laden mit ihrer Bauart Einbrecher geradezu ein. Hier sehen Sie, wie schnell Sie Ihr Türschloss sicherer machen können. Im Grunde ist die Auswahl des Profilzylinders sehr leicht. Zylinderlänge ist direkt von der Türstärke plus der Beschlagdicke abhängig. Gemessen wird immer von der Mitte der Befestigungsschraube für den Zylinder. Nach beiden Seiten. Recht häufig sind Türen asymmetrisch aufgebaut. Das heißt, dass auch der Türzylinder eine längere und eine kürzere Seite hat. Idealerweise bauen Sie den Zylinder zum Messen aus. Es geht ebenfalls recht einfach. Die Tür öffnen und die Stulpschraube, das ist die Schraube direkt unter dem Riegel, herausdrehen. Nun den Zylinder je nach Ausbaurichtung leicht nach rechts oder links verdrehen. Nur so lässt sich der Profilzylinder aus dem Schloss entfernen. Jetzt können Sie den Zylinder messen und einen neuen beschaffen. Bei der Auswahl des richtigen Zylindertypes haben Sie mehrere Möglichkeiten. Neben den häufig gebrauchten Standardzylindern gibt es im Markt auch Zylinder mit Sicherungskarte. Die mit dieser Karte ausgestatteten Profilzylinder können nur vom Hersteller oder legitimierten Händlern nachgefertigt werden. Die beidseitig gleich angeordneten Bohrmulden oder Kerbungen weisen einen höheren Benutzerkomfort auf, weil Sie ihn beidseitig benutzen können. Er lässt sich auch nicht so einfach nachmachen, was zusätzlich zu höherer Sicherheit beiträgt. Bei einem Zylinder mit Not- und Gefahrenfunktion lässt sich das Schloss auch dann öffnen, wenn der Schlüssel von der anderen Seite steckt. Diese Funktionen gibt es einzeln oder auch als Kombinationsprodukt. Der Einbau ist ebenfalls denkbar einfach. Zylinder mit Schlüssel, je nach Ausbaurichtung, leicht nach rechts oder links verdrehen, einschieben und fixieren. Dann die Stulpschraube in das Loch unter den Riegel einschieben und festschrauben. Fertig. Der Aufbau ist gering, die Sicherheitswirkung sehr groß. Wenn Sie schon bei der Tür sind, sollten Sie eventuell auch an den Beschlag denken, denn dieser ist ebenfalls Bestandteil eines Türsicherheitskonzeptes. Herkömmliche Türzylinder haben nämlich eine Schwachstelle. Dort, wo der Schließbart sitzt und die Befestigungsschraube für den Halt des Schlosses sorgt, ist die Achillesferse eines Profilzylinders. Steht er nach außen hin über, haben Einbrecher leichtes Spiel. Durch Drehen und Knickbewegungen können Sie diesen Bereich herausbrechen. Mit kleinem Aufwand haben Sie dann schnell ungebetene Gäste zu Besuch. Schutzbeschläge lassen Sie schnell montieren. Die mitgelieferte Schablone an der Tür anhalten und die Bohrlöcher markieren. Sind diese eingebaut, können Sie mit der Montage des Schließzylinders beginnen. Als nächstes ist der Schutzbeschlag dran. Hier müssen Sie nur noch entscheiden, in welche Richtung die Tür öffnet. Den Türgriff nach Herstellerangaben montieren. Jetzt wird der Schutzbeschlag von außen nach innen montiert. Außenschild anbringen und von innen verschrauben. Jetzt kann das Innenschild angebracht werden. Fertig! Es wird dringend empfohlen, bei der Wahl eines Schutzbeschlages auf eine Zylinderabdeckung zu achten. Achten Sie auch beim Erwerb von Türzylinder und Beschlag auf entsprechende Prüfzertifikate wie VDS oder DIN-Normen, die Ihnen eine einwandfreie Funktion garantieren. Viel Spaß beim Sichermachen Ihrer Wohnungs- bzw. Haustür. Holen Sie sich in Ihrem Bauhausfachzentrum die passenden Materialien und Anregungen. Auf dieser Internetseite finden Sie die Möglichkeit, das Ganze noch einmal nachzulesen und anhand einer ausdruckbaren Materialliste Ihren Einkauf zu optimieren. Viel Spaß beim Selbermachen!